herzlich willkommen hier bei Atze Gaming und zu Folge 15 meiner Story, meiner Never Ending Story. So, ich bin jetzt mittlerweile in Straßburg angekommen, habe meine Ladung abgeliefert, Papiere fertig gemacht und habe leider keine neue Tour bekommen können, beziehungsweise die hatten keine für mich. Und jo, jetzt will ich zusehen, da ich jetzt irgendwo mir eine organisiere. Mal fahre ich jetzt mal nach GLS. Ich habe gesehen gehabt, habe ich eingegeben ins Navi und ja, wird mal dahin fahren und ja, vielleicht noch ein kleines Päuschen vorher noch einlegen, das heißt was essen und dann ja, kann es auch schon, wenn es klappen sollte, dann weitergehen. So, dann wollen wir die Geschichte mal hier Zeit zu gehen. Starten und versuchen mal, ob wir ein bisschen Glück haben. Ob es hier weiter in Frankreich weiter geht oder nach Deutschland rein. Mal sehen. Lassen wir uns überraschen. So. Sesam, öffne dich. Biege nach rechts ab. Ja, Helga immer am Start, immer ein paar Sekunden zu spät, aber sie ist trotzdem da. Demnächst links abbiegen. Ja, hast du jetzt gehört, weil, ja? Schon läster ich. Biege nach links ab. Schon funktioniert das, jo. Demnächst links abbiegen. Okay. Mal sehen, bis auf die eine Lehrtour, die ich hatte, ging es ja eigentlich ganz gut voran. Und warten die jetzt auf mich hier oder was? Oh ne, ne, das sieht aber da vorne nicht so sehr gut aus. Biege nach links ab. Gott sei Dank, dass ich nicht da da reinfahren muss. Ach, guck an, da sind wir doch schon. Bin sogar nicht gesehen. So. Endlich, wir sind da. Sagen. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monseigneur. So, jetzt will ich mal sehen, wie es aussieht. Ob ich eine Tour bekomme oder nicht. Ja, das werden wir dann gleich erfahren. Oder ich vielmehr. Und ja, wie gesagt, bin jetzt bei GLS und ja. Schauen wir mal, ne? Ja. Was anderes kann ich immer wieder selber, was ich erzähle, aber ist halt so. Aber ich hoffe mal, dass es so irgendwo jetzt Richtung Heimat geht, sag ich jetzt mal. Und naja, mal sehen. Vielleicht geht es dann weiter hier hoch, Frankreich und keine Ahnung. Ja, ich nehme natürlich, was ich kriegen kann. Wenn das wieder zurückgeht, ein paar Schritte, sag ich jetzt mal. Ein paar Kilometer in dem Sinne jetzt. Aber nehme ich das auch, ne? Ist logisch, ne? Aber mal sehen. Jetzt keinen Kopf machen und
Auf geht's. Na dann, bis gleich dann. So, hat soweit Gott sei Dank hingehauen mit einer neuen Tour. Zwar nichts Außergewöhnliches, aber naja, immerhin ist die Tour von der Richtung her, passt das schon sehr gut. Die geht jetzt von hier von Straßburg aus nach Metz und eine Ladung drauf. Haben sie gerade schon drauf gepackt alles, ging ja sehr schnell. Mit 14 Tonnen Weintrauben. Ja, 7.500 Euro. Ja, Vergütung ist doch, was willst du mehr, ne? Ist doch, ne? Nicht schlecht. So, jetzt mache ich den Trailer hinten mal zu, ist auch auf. Ich bin gerade fertig geworden, bin jetzt ein bisschen vorgefahren. Danach zumachen und ja, zumachen, Abfahrtskontrolle und dann ab die Post, sag ich mal, ne? So, ist auch schon mal was, ne? Alles klar, dann sehe ich mal zu, dass ich hier langsam wegkomme. Jo, Attacke. So, dann will ich das Ding mal zumachen. So, dann wollen wir mal hier die Abfahrtskontrolle mal hier machen. Ja. Wunderbar. Runtergehen hier, oben einmal hier, zügig die ganze Sache hier, starten wir hier. Ja, alles klar. Ja, auch nochmal. Ja, alles klar. So, dann kann das, dann kann es ja losgehen. Okay, na dann. Allez, allez, wie der Franzose sagen würde. Fahren wir dann mal los. So, ich das Licht wieder ausgemacht. So, ah, so. Man muss ein bisschen hier schwenken hier. Die stehen ja auch alle hier kreuz und quer, wa? Der Platz wird ja hier genutzt bis zum allerletzten Zentimeter. Der steht auch da, oder da steht. Ja. Ah, wird eine kurze und knackige Tour werden. 165 Kilometer bis nach Metz. Also von daher kaum mit Leben, ne? Kann man mitnehmen. Was ist das wie ein Gewurschtel, bis man hier rauskommt. So, dann machen wir das Türchen auf, Kollege. Biege nach links ab. Oh, Helga. Helga ist auch schon am Start, so liebe ich das. Helgachen. So richtig wieder vermisst. Ah, gut, hätte ich schaffen können, bis er kommt, aber egal. Egal, egal, egal. So. Kaiserwetter hier, ey. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ist das schön. Biege nach rechts ab. Jo, nee. Ich dachte, ihr habt gute Bremsen. So. Ich biege nach rechts ab. Wenn die Ampel auf grün schaltet, biegt Atze nach rechts ab. Genau.
links halten und dann links abbiegen. Auch das mache ich. Biege nach links ab. Yes. Schön. Ja, so alles wunderbar. Links halten und dann links abbiegen. Finde ich. Oh, biege ja nach links ab. Stimmt ja. Muss ja links abbiegen. Fahr. Willst du nicht? Gut, dann fahre ich. Dann ist es halt so. Wenn ich will, der hat schon. Nicht wahr? Kreisverkehr. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja, klar. Nimm diese. Nimm diese Ausfahrt. Natürlich, mach ich doch. Richtung meine Hände. Bitte links halten. Habe ich von dem schönen Wetter hier geschwärmt. So Wolken da vorne. Jui. Hoppla. Wo fahren sie denn hin? Atze. Kaum fahren wir hinter dem hier. Ist egal. LKW zu LKW, ne? Vielleicht. Geht ja zügig hier. Hinter mir ein Bus. Die Polizei ist so durch, ne? Ja. Immer hoch mehr internationale Verständigung.
dir den Arsch ein, Kumpel. Ist er gleich weg. Schön. Ganz schön hier. Schönes Bild. Während der Fahrt hier. Wurde geblitzt, sozusagen. Wusch. Das sieht gut aus. Sehr schöne Gegend hier. Jawohl. Das ist schick. Das ist schick. Auch schöne Bilder geschossen. Oder Außenbordkamera sozusagen. Sozusagen. Vor 9, 20.37 Uhr. Naja. Geht ja, ne? So mal eine kleine Tour fahren. Warum denn nicht? Aber ich werde auch mal jetzt bald mal eine größere Tour fahren beim Trailer hier. Die sich dann ja über mehrere Tage hinziehen wird. Das auf alle Fälle. Himmel an. Oh, ist das geil. Sieht sehr schön aus. Könnte ich hier Rast machen, aber das lohnt sich ja nicht. Das lohnt sich ja nicht. Für die Mini-Tour hier. Sozusagen.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Ja. Bitte rechts halten. Also ganz klare Sache hier. Wenn ich hier in Metz jetzt nichts Großartiges, also direkt jetzt bei Golbeur, wo ich jetzt, oder Globeur, wie die Firma da heißt, wo ich da hinfahre jetzt, meine Fracht abliefere. Wenn die jetzt nichts haben, dann ich weiß ja, ob ich mich jetzt da jetzt anfange jetzt bitte auch links halten. Rumzusuchen und boah, weiß nicht. Fahre ich halt mal weiter nach Deutschland reinfahren, ohne Tour, egal. Code anrufen. So. Ja. Wohin des Weges? Nach Metz. Bitte schön. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Na klar. So. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir doch. Biege nach links ab. Dezent und locker und flockig die Kurve genommen. Geradeaus, ne? Oh, du wärst gleich da. So, da kann ich auf meiner Agenda ja schon mal eine Sache wegstreichen oder abhaken. Das ist der Trailer. Also eine zusätzliche Sache. Trailer. Und jetzt kommt, die Reihenfolge ist egal. Hauptsache, ich habe alles abgearbeitet. Also, was ich mir so vorgenommen habe. Ganz ein bisschen wachsen lassen, versuchen mal einen einzustellen, also in diesem Sinne jetzt Carlos erstmal und ja, das ist, steht ganz weit oben auf meiner Agenda. Mit Carlos jetzt nicht, aber ich wollte jemanden einstellen, aber da sich das jetzt mit ihm so ergeben hat und er sicherlich nicht abgeneigt ist, dann wird das wohl so sein. So, ja. Ich will niemanden blenden hier. Ich bin ja kein Blender. Ja. Wir werden schauen. Werden schauen. So, das ist wohl Metz. Das ist ganz nett. Aber das ist nett. Ich will nichts gesehen. Ne? Jetzt, das ist Metz. Ja. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Yes. Ja.
Nimm diese Ausfahrt. Ich hab schon gedacht, jetzt kommt der Bus und schneidet mich jetzt. Das war der erste Gedanke, ja. Mal sehen, was du machst. War schon auf der Bremse. Aber doch nicht. Man muss halt so denken. Eine Ampel links oder was? Oder wie? Wo ist denn Globeur? So mir abgesoffen war. Was ist denn los hier? Auf den letzten Metern will er mich jetzt ärgern oder was habe ich jetzt? Oder? Guck doch nicht in die Pütte hier oder was? Warum nicht? Du hast keine Lust mehr, oder? Biege nach links ab. Feuer machen. Na jo. Bin ja gleich da. Hoffen wir, dass jemand da ist. Das ist so glücklich. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, 20 vor 11. Geht doch. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Yes. Arrivé. Oder? In Frankreich sagt man Arrivé. So, ich sage jetzt mal gar nichts. Ich muss jetzt mal gucken hier, wo ich mich platziere. So, hier soll ich rein. Dann fahre ich doch mal hier rein. Jo, alles klar. Steht. Sitzplatz und hat Luft. Ach, Warnblinklicht vergessen. Man hat mich und so keiner gesehen. Ist ja Nacht. Okay. Funzel aus. Motor aus. So. Dann sollen die mal machen. Papierchen wegbringen. So, dann will ich mal meine Papiere hier fertig machen.
abgeben, fertig machen lassen, etc. pp. Denk mal, das ist da vorne der Eingang zum Office, aber ich würde mal den Monsieur da vorne fragen, wenn er nicht in der Zwischenzeit vor Langeweile umgefallen ist, ob das auch da richtig ist. Okay, nun dann, das war Folge 15 meiner Neverending Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war diesmal ein bisschen kürzer, aber nun da. Nun ja, wollte ich sagen. In der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze. So, es war mir wie immer eine Freude und eine Ehre. Däumchen nach oben wäre ein Träumchen, selbstverständlich. Und Anregungen oder Kritik oder auch Lob oder whatever, immer schön unten in den Kommentaren reinschreiben. Okay, als dann, bleibt gesund und allzeit gute Fahrt. Ciao, euer Atze.